Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Descenders Livestream. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich weiß, ihr feiert Descenders mega, aber eine kurze Ansage vorher, bevor wir starten. Leute, meine Handynummer habe ich auf meinem Instagram-Profil veröffentlicht. Tut mir den Gefallen. Mir fehlen dort noch einige Abonnenten. Ich habe hier 103.000, fast 104.000 auf YouTube. Auf Instagram tut sich gar nichts. Wenn ihr diesen Stream als Video im Nachhinein seht, lasst ein Like da. Checkt gerne mal Instagram aus. Link ist unten angepinnt. Würde mich mega freuen über ein paar Follows, Leute. Fetter Kuss und wir gehen rein in den Stream. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder am Stissel und zocken heute eine Runde Descenders. Habt ihr Bock oder was? Ich hab richtig Bock. Ich mach kurz eine entspannte Story, Leute. Wir machen Musik ein bisschen leiser. Ganz entspannt kurz. Schreibt mal ein bisschen was in den Chat. Ich will einmal kurz auf Instagram eine Story raushauen. Let's go, meine Freunde. Let's go. Yo, was geht ab, Leute? Wir sind drin in Descenders. Jawohl. Heute werden geile Sprünge gekickt. Und der Chat ist auf jeden Fall auch schon sehr aktiv. Kuss. Und heute ein bisschen Instagram pushen, Digga. 5000 voll machen, oder? Was meint ihr? Oh. So. Okay, passt. Und jetzt machen wir noch eine für YouTube, Leute. Denn YouTube interessiert die ja auch noch. Was geht ab? Ich versuche nicht wieder die gleiche Begrüßung zu nehmen. Leute, wir sind gerade im Livestream, Descenders. Ich denke, wir werden heute wieder entspannte 1000 Zuschauer. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Abonnieren nicht vergessen und ab in den Livestream. Bis gleich. So, alles rausgepostet. Ich bin soweit, Leute. Ich guck mal, dass wir den Controller heute mit einblenden, damit ich euch ein paar Tricks zeigen kann. So, gucken wir mal. Habt ihr Bock oder was? Wie geht's euch, Leute? Seid ihr gut in die Woche gekommen? Ja, bleibt doch mal locker, Leute. Hier müssen wir mal ein bisschen entspannter bleiben jetzt hier. So. Mach mal voll da den Aal. Perfekt. Wie viele Zuschauer sind wir? 152, Digga. Heute heftige Tricks ballern, habe ich gehört. Perfekt. Let's go. Wir kicken rein. Leute, wollen wir heute wieder ein bisschen zusammenspielen? Habt ihr da Bock drauf? Wollen wir das machen? Also, ich wäre eigentlich down. Wir gehen erstmal in eine ganz entspannte... Was ist das denn? Bruder. Ist so weich oder was? Hallo? Ich wollte gerade sagen, ey, der hat ja richtig... das ist ja... Macht den fünffachen Backflip. Sollen wir den heute echt probieren? Das... Nee, oder? Ja, Benedikt May ist auch dabei. Hallo. Warum bewegt sich meine Maus mit diesem scheiß Controller immer? Ich versteh's nicht, Digga. Meine Maus bewegt sich. Ich versteh's nicht, Leute. Digga, wie viele sind denn jetzt hier gerade am Zocken, Alter? Muss los? Guck mal, wie wir abgehen, Leute. Wie wir abgehen. Alle fahren den Way, Digga, den Way of Life. Aber ich halt nicht. Denn ich bin, Leute, ich bin reformed in Descenders. Ich bin so reformed, ich habe so hart viel trainiert. Da könnt ihr euch absolut drauf verlassen. Ich habe so heftig viel trainiert. Nur für euch, dass wir einen geilen Stream haben. Wir werden heute richtig reinkicken, ne? Wir werden so hart reinkicken, Digga. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es wird eine ganz wilde Nummer. Habt ihr den gesehen, Alter? Der entspannte Tail Whip, Leute. GG. Let's go. Und da war nochmal der Lenkrad, der Barspin. Jetzt machen wir einen heftigen, Digga. Vorsicht, okay, sind da und jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild, Digga. Der Double. Oh nein, da war der Baum. Ich hab den Baum nicht genommen. Spiel das Game heute durch. Oh, Digga, ja, natürlich. Ich spiel heute Descenders durch, Digga. Da kannst du dich absolut drauf verlassen. Also heute wird nichts anderes gezockt wie Descenders. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also heute wird nichts anderes gemacht als Descenders. Ich weiß noch nicht, wie lange wir heute zocken. Kann sein, so zwei Stunden. Müssen wir halt mal gucken. Aber ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen warm spielen. Und ist klar, Leute, ich muss einen Modus nehmen, Digga, wo ich ein bisschen auch sterben kann, ne? Man merkt schon, Denno hat wieder richtig Bock. Ist so. Ich habe heute richtig Bock. Ist echt so. Und soll ich euch mal geile Musik zeigen? Damit geht rein. Uff. Ich sag's euch ehrlich. Digga, ihr seht's, ne? Baby. Wollen wir jetzt mal durchfahren oder was? Let's go. Ich mach mich warm, Digga. Denk dran. Mach mal please den Backflip Tail Whip und Barspin in einem Sprung.
das könnte schwer werden. Kommt halt drauf an, wo wir ihn machen müssen. Kommt echt drauf an, Digga. Müssen wir halt gleich mal gucken, was da so geht. Das Problem ist, das Problem ist, dass wir dafür einen wirklich geilen Untergrund brauchen. Und ich mache mich gerade warm, ne? Ich springe jetzt einmal kurz auf entspannt. So, let's go. Das Ding ist, wir müssen so ein bisschen mit den Levels halt gucken, dass wir gleich gut reinkommen. Und ihr könnt gerne auch eine Runde mitzocken, wenn ihr gleich Bock habt. Wie kannst du die Tricks machen? Bist mein Vorbild. James, freut mich. Wir gehen jetzt in die Wüste. Meine Finger tun ein bisschen weh, Alter. Ich habe richtig trainiert. Ihr habt es ja auch gesehen, ich habe gestern meinen Stick abgerissen. Ich schwör's euch, Leute, die nutzen so heftig ab. Digga, ich drück die Sticks einfach zu wild. Also, ich würde sagen, Digga, jetzt können wir anfangen. Let's go. Ich zieh durch, Leute. Ich zieh durch. Oh, Baby. Ah, der war ein bisschen zu wild, ne? Ich muss mich jetzt erstmal echt ein bisschen reinbringen hier. Muss erst ein bisschen reinbringen. So. Wir wollen Wheelie hoch. Schade. Also wir kriegen hier nichts hin. Ich will nochmal die Session beenden. Wir starten sie nochmal neu. Ich brauche was, wo es gleich richtig runtergeht. Wie heißt das Lied? Ihr seht alles da. Ihr seht alles da. Elbenzeit! Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, mein Bester, für 2 Euro. Was geht? Hast gut geübt. XD. Safe, Bruder. Safe. Nur für euch. Ich muss euch ja auch ein bisschen was präsentieren. Oh, Baby. Der wird wild. Der wird wild. Ja, zu doll. Ich will euch mal ein bisschen was erklären zu den Sprüngen. Ne? Wenn du springst, immer versuchen, in solche Kuhlen reinzuspringen. Ihr dürft niemals gegen an reinspringen. In so eine Kuhlen, Digga, immer perfekt. Immer perfekt, ne? Hier machen wir jetzt den in die Kuhle rein. So ist gut. Immer in die Kuhle, Leute. Und dann können wir halt auch richtig durchkicken, ne? Dann können wir richtig durchkicken. Digga, mit dem Lied bin ich unschlagbar, Leute. Wir gucken mal, dass wir jetzt nochmal einen richtig fetten raushauen, ne? Ah, da hinten geht's schon weiter und... Double, easy going. Wir holen aber nochmal einen raus. Ja, voll, Digga, 5000 Punkte. Scheiß mal drauf auf Bremsen, Leute. Wir gehen nur für Tricks. So ein Ding ist das. Intensität, perfekt, Alter. Oha, wir haben hier eine Gefahrenzone. Boah, Digga. Hä? Ich verstehe nicht, Digga. Warum kommt hier die Maus mit? Was soll die Scheiße? Bist du weich oder was? Was soll die Pisse? Verpiss dich, Mann. Raus mit der Maus. Oh, hä? Baby. Oh, Digga, die Dosen. Die Dosen sind schon wieder so viele auf meinem Schreibtisch. It's a prank. Ich bin's, Elf ins Eid. Viel kleiner besser. Joke am Range. Dankeschön, Plamo. Vielen, vielen Dank. So, Leute. Wir gehen aber ins kurvige Rennen und machen erstmal ganz entspannt. Ohne Mods kein guter Stream. Deswegen freue ich mich über jeden Einzelnen, vor allem über Caro und Elpenzeit. Ah, nee, so sehe ich das tatsächlich auch. Und ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht auch mal eine Donation-Möglichkeit für die Mod-Gruppe oder sowas einrichten. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass wir sowas nochmal machen. Weil ich weiß auch, dass einige sowas sehr zu schätzen wissen. Gerade die Leute aus der Stamm-Community und so. Sind Überlegungen, die ich immer habe, die ich mir so privat mache, wo ich so drüber nachdenke, wann, wie, wo und so weiter und so fort, ne? Okay. So, Leute. Wir bleiben erstmal auf lässig, Digga. Das war der entspannte Backflip Tail Whip. Gucken wir mal. Nochmal eingekickt. Ja, hier. Da sehe ich mich. Seht ihr den Barspin, Alter? Oh, baby. Let's go. Rein. Schnellere Saldusdrehung, Digga. Das mit der Maus ist so nervig. Das war ich, XD. Kuss, Kuss. So, wir gehen mal rein. Beschleunigung, let's go. Uff, Leute, das Ding sehe ich. Das Ding sehe ich. Das wird ein wildes Ding. Das wird ein wildes Ding. Habt ihr es gesehen, Alter? Jetzt geht's richtig ab. Tweaked. Wir haben den gut getweaked hier. Vorsicht. Oh, Baby. Der Triple Backflip. Habt ihr das gesehen, Mann? Die Stunts, die waren übel wild, oder? Ich hab ein bisschen trainiert, Digga. Ich hab's doch gesagt.
Ich hab's doch gesagt. Ich hab ein bisschen trainiert, Leute. Das war doch wieder absolut wild, oder was? Baby, da muss ich aber dringend los. Nein, das war nicht gut. Oh, überlebt, Alter, überlebt. Lockeres Ding. Wie bekommt man das Spike, Digga? Dafür musst du ein bisschen spielen. Puh. Ich sag ehrlich, hab gestern übel reingehasselt. Ihr seht's, ne? Digga, sagt mir einen, der so eine heftigen Tricks kann. Mein Mikrofon ist ein bisschen im Bild. Nimm es einfach raus. Perfekt. So, also ich habe gestern ordentlich trainiert. Wir sind wieder on the way. Ja, ich denke, wir haben genug getan, oder? Dankeschön für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Chip, bam. Du bist der beste Denno. Wichtige Entscheidung, Chat. Wichtige Entscheidung bei meiner Stunt-Action. Passt auf. Wir haben jetzt folgende Entscheidung. Beides ist wichtig, was hier oben ist. Beides. Und zwar, Leute, wenn wir schwer stürzen, also kranke Stunts machen, 2 Leben weg. Mit dem hier nicht mehr. Die verbesserte Federung sorgt aber dafür, dass wir die Stunts viel, viel besser überleben. Was nehmen wir? Was würdet ihr nehmen? Ist das Problem. Was würdet ihr da jetzt nehmen? Oh, baby. Elbenzeit, vielen, vielen Dank für 2 Euro. Dankeschön. Mach das erste. Federung? Ja, ich bin eigentlich auch für die Federung, ich sag's ehrlich, ne? Ich bin eigentlich auch für die Federung. Wir nehmen die Federung, Leute, let's go. Gefahrenzone. Nightbot, vielen, vielen Dank für 2 Euro. Och, Leute, geht das jetzt wieder los oder was? Uff. Okay, dann machen wir mal Gas, oder? Dann machen wir mal Gas, würde ich sagen. Wild. Okay, der war wild. Ja, hat sich schon gelohnt an der Stelle. Hat sich definitiv schon gelohnt. Lockeres Ding. Guck mal, wie viele Punkte wir jetzt fahren. Sehr stark. Und hoch, ja. Hoch, ja. Wir sind erstmal drin. Locker bleiben. Oh. Leute, jetzt easy going. Baby, ich bin so on fire heute, Alter. Ich hab Bock. Digga, ich hab übel Bock, Leute. Seid ihr ready oder was? Easy going, ne? Ich würde mal sagen, Alter, wir hasseln jetzt mal ein bisschen rein. Und ich werde mal die Style-Sonnenbrille aufsetzen, denn jetzt wird's extrem. Jetzt wird's tatsächlich extrem. Let's go. So. Feuerlevel. Let's go. Snowbob, Kuss. Ich freue mich, dass ihr da seid, Leute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben es überlebt. Erreicht ihr das Ziel ohne zu bremsen, Digga. Mehr nicht. Verdammt, Leute, ich habe in der Luft getweakt. Das sollte ich nicht machen. Tweaken ist lebensgefährlich. Oh, Leute, ich habe den Sprung nicht ganz hinbekommen. Ja, nice, ey. Durch die Federung alles entspannt. Und es geht runter. Vorsicht. Puh, Baby. 5000 Punkte, Alter. Ja, was denn, Digga? Ja, was denn? Einfach brutal. Leute, was ist denn los? Oh, nee, das ist nicht gut. Schade, Schokolade. Ich war in einem guten Run, aber ich möchte gerne auch ein bisschen gucken, dass wir durchkommen. Also die Tricks, Leute, die machen einfach Bock, ne? Die machen einfach Bock, oder? Was meint ihr? Ah, ich muss schon ein bisschen gucken, Leute. Bisschen tricksen muss sein. Ah, so. Wir können ja mal die dicken Berge hier ausprobieren.
Alter, Leute, das ist mein absoluter Rekord. Das ist mein absoluter Rekord. 10.000. Holy Macaroni, Digga. Sag mir, ist das krass? Baby, ich hab Bock. Leute, ich hab hart trainiert, ne? Ich hab hart trainiert. Hat's sich gelohnt? Der Profi, Digga. Ich schwör's euch, ich spiel die Senders jetzt auf anderem Niveau, Digga. Auf anderem Niveau. Du kannst mir E-Sport-Vertrag geben. Da kommt nicht mal mehr Paluten ran, Alter. Ich hab so Bock gehabt. Ich hab so gut trainiert, Leute. Ich spiele die Senders jetzt auch einfach schon einen Ticken zu lang. Ja, aber hier geht nichts, ne? Hier geht nichts, Digga. Ich muss hier einfach nur erstmal fahren. Machen wir erstmal entspannt, Leute. Entspannt. Digga, ich zock so viel die Senders. So viel die Senders, Mann. Was, Bruder, was? Ja, was denn, Digga? Ja, was denn? Wir fahren durch, holen uns ein paar Leben zurück. Auf entspannter Basis, ne? Oh, da sehe ich noch einen. Sehr gut. Flugkorrektur. Steil, kurvig, wir gehen rein. Wie geht's, wie steht's? Ganz gut. Und sonst? Was, Bruder, was? Leute, wir gehen heute auf jeden Fall nochmal rein. Legit für den Inferno Run. Und wenn ihr wollt, könnt ihr alle gerne an mir zocken. Ne? Könnt ihr gerne machen. Tut mir nun einen Gefallen. Lasst ein Like für den Stream da. Mehr möchte ich von euch nicht. Ihr braucht heute nichts donaten. Oh, Leute. 1, 2, 3. Es war der Dreifache. Jetzt wird's wild. Puh. Das war ein bisschen zu krass gerade. Habt ihr das gesehen, Alter? Das war ein bisschen zu krass, das Gerät. Das war ein bisschen heftig am Stissel gerade. Muss ich schon sagen, Digga. Hab ich fast nicht mal unter Kontrolle gehabt, Digga. Der Sprung war so geisteskrank, Alter. No joke. No joke. Wann bist du immer live? Meistens so gegen 8 Uhr, kann man sagen. Wo ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Uff. Like ist erledigt. Leute, wenn ihr die Stunts feiert, ne? Dann lasst einen da. Dann lasst echt einen da. Ich gebe heute alles für euch. Ich muss nur mal gucken, wo es jetzt weitergeht, ne? So, hier ist, glaube ich, entspannt. Ja, das sieht gut aus. So. Boah, der war ein bisschen zu risky, aber kein Problem. Ich bin jetzt auch wieder am Start. Ihr seht's, ne? Ich bin am Stissel, ich bin heiß, ich hab Bock. Und gerade immer, wenn Zuschauer da sind, Alter, dann kann ich auch was. Like ist drin. Kuss. Täglich live, ich probier's eigentlich. So, erstmal schauen, was jetzt da so geht. Ja, die Beschleunigung nicht loslassen, Digga. Das träum mal weiter, Alter. Nice. Da sehe ich mich. Sehr stark. Puh. Boah. Okay, Leute, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, wir dürfen kein Leben verlieren, ne? Wir dürfen jetzt nicht so viele Fehler machen. Ich werde auf jeden Fall hier im Sand ein bisschen rumdümpeln, auf jeden Fall. Wir lassen nochmal gut rollen, wir lassen nochmal gut rollen. Jetzt will ich nochmal... Oh ja, ganz entspannt. So. 5-5, Digga, seh dir die Punkte an, Alter. Ich zieh so durch, Mann. Oh, Baby. Perfekt. Perfekt, Digga. Dass wir den jetzt sogar noch bekommen haben. Ich fahre ein paar Leben rein. Ich gönne euch die Wüste, Leute. Ich gönne euch erstmal die Wüste. Zockst du noch was anderes? Nee, was anderes zocke ich heute definitiv nicht mehr, Leute. Aber wir werden nachher noch mal ein paar Community-Matches machen. Oh, Baby. Kann du mich grüßen? Digga, du glaubst, das ist easy? Du glaubst, das ist easy? Nee, ist es nicht. Du musst dich hart konzentrieren. Und ich schwör's euch, Leute, ich bin so süchtig nach diesem Scheiß. Es macht übelst Bock, so eine heftigen Tricks rauszukicken. Spielst du auch Roblox? Ja, ich wollte diese Woche noch eine Roblox-Folge raushauen, Leute. Eins in Chat, wenn ihr da Bock drauf habt. Eins in Chat, wenn ihr Bock auf Roblox habt. Oh, oh.
Stark. Leute, Mann, guck mal. Ich bin in der Wüste, Digga. Ich bin doch der Ägyptische, Alter. Guck es dir an. Sia Bourbon, vielen, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Kuss. Ich liebe euch auch, Leute. Dankeschön. Herzlich willkommen in der Familie. Leute, es ist Nacht. Ich sollte die Sonnenbrille definitiv abnehmen. Ich sollte sie abnehmen. Wir brauchen noch ein paar Leben, aber ich werde sie mit Stil farmen. Und Caro, erzähl mal, Alter. Was sagst du? Bin ich besser geworden? Ich glaube, ich bin heiß, oder? Was meinst du? Caro hat mich gestern spielen sehen, Leute. Hat sie auf jeden Fall. Und sie weiß halt auch, was so geht. Ich habe gestern ordentlich in der Wüste, Digga. Ich sag dir, ich habe sowas von mit dem sandigen Ägyptischen trainiert. Absolut wild. So, vorsichtig. Hier machen wir nochmal den ganz entspannten. Also, du kannst halt auch einfach nicht mehr drauf gehen, wenn du diese Federung hast. Ist so, Leute. Ist so. Boah. Jetzt. Da. Oh, der wird gut. Der wird gut. Verdammt, ey. Wir haben den Superman einfach einen Ticken zu spät gemacht, ne? Wir haben den. Ah, viel, viel zu spät, Leute. Viel zu spät. So, Vorsicht, Vorsicht. Und da sehe ich mich. Wow, Baby. Habt ihr den gesehen, Mann? Ey, keiner. Wer macht denn bitte solche Tricks? Erzähl mal. Letztes Mal, ich habe gesehen, einer ist übelst ausgerastet bei mir. Ich dachte so, Digga, das darf mir nie wieder passieren. Beim nächsten Mal bin ich der, der ausrastet. Und Leute, raste ich aus heute oder was? Was meint ihr? Ich glaube, ich bin richtig am Start, oder? Puh. Haben wir? Haben wir sicher. Haben wir sicher. Haben wir sicher. Rein. 500 Likes. Leute, wir sind 500 Zuschauer. Können wir eigentlich mal voll machen, oder? Können wir eigentlich mal voll machen, oder? Mach mal dichter den Aal. Ich spiele dafür jetzt nochmal eine richtig solide Runde. So, Leute, Vorsicht. Will jemand eigentlich mal ein Tipps-Video, wie man so Tricks in Descenders macht? Soll ich echt mal sowas raushauen, Leute? Aua, das tat weh. Jetzt müssen wir echt ein bisschen durchziehen, ne? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh, ich bin so tot. Oh, ich hab's überlebt. Das hätte ich nicht gedacht. Wollt ihr? Wollt ihr? Ihr wollt ein Tipps-Video? Ja, wir gucken mal, ne? Ich schau mal, wie viele heute da sind, wie viele heute Bock haben auf meine Tricks. So. Wir machen noch eine Teamstrecke. Ich habe ein bisschen Bock. Auf jeden Fall nehmen wir von der Wüste noch ordentlich was durch. Moin Meister, kann jetzt auch in die Chat schreiben, weil ich jetzt bei YouTube angemeldet bin. Best of Gravity Tracks. Geil, und ich hoffe, du hast auch ein Abo gleich reingezündet. Digga, dann freue ich mich, dass du auf YouTube da bist. Und ich hoffe, du hast auch Bock, Digga. Aber Brudi, ich muss heute ordentlich reintricksen, ne? Ich kann gar nicht so viel jetzt auf den Chat reagieren. Du siehst ja, was hier geht. Ich hoffe, du hast Verständnis. Heute ganz, ganz, ganz schwierig. Ich will jetzt erstmal nochmal einen schönen Barspin machen. Oh, ja, Mann. Und? Oh. Nein! Hätte ich den überlebt, Leute. Hätte ich den überlebt, wäre es so schön gewesen. Ja, Wüste, Leute. Wüste ist einfach zu wild, Alter. Ich sag's ehrlich, Digga. Wüste ist zu wild. Man hat immer Bock, ne? Man hat immer Bock. Jetzt können wir auch ein bisschen mit Bremsen arbeiten. Wobei Bremsen, Leute, immer schlecht in dem Spiel. Ich sag euch ehrlich, Bremsen immer schlecht. So, Bremsen und hoch. Schade, ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel, Leute. Wir fahren jetzt erstmal durch. Obwohl, ich habe eigentlich gar keinen Bock durchzufahren. Wenn, dann gehe ich mit Würde. Wenn, dann gehe ich mit Würde, Leute. Wir spielen gleich nochmal einen cleanen Run mit der Community. Aber ich wollte euch erstmal kurz vorstellen, was hier so möglich ist jetzt. Seit neuestem. Also ihr seht, ne? Ich hustle ordentlich rein. So, wenn ihr mitspielen wollt, dann...
Digga, seht ihr das? Ist das ein Lux-Item oder ist das ein Lux-Item, Bruder? Baby! Ja, Mann! Ja! Komm! Lux, Baby! Lichter! Lux! Lux, ja, Mann! Geil! Wir gehen rein! Checken mal die Lage aus, Alter! Was geht denn da jetzt ab, Digga? Wir haben jetzt einfach Lux-Lichter. Oh, wir haben die grünen Reflektor, oder? Die sind grün, Leute. Die sind grün. Oh, chillig, Digga. Chillig. Grüne. Oh, Baby. Die sind jetzt nicht mehr gelb. Die passen jetzt schon etwas mehr zu meinem Fahrrad. Also auf locker. Auf locker. Machst du heute noch Raft? Nee, heute nicht, mein Bester. Heute nicht. Heute kein Raft. Wir machen heute Rocket, Descenders. Weil ich habe heute richtig Druck, Descenders zu spielen, Leute. Ich habe sehr, sehr viel Druck. Ich habe auch heute nochmal zwei Folgen aufgenommen für euch, ne? Ich habe heute nochmal zwei Folgen Descenders aufgenommen. So. Also. Seid ihr bereit? Wollen wir einen Run machen? Du hast sie nicht ausgewählt. Doch, Digga. Ich habe sie ausgewählt. Doch, doch. Eigentlich ja. Doch, safe, Bruder. Safe. Ich habe sie ausgewählt eigentlich. Wir gucken rein. Bro. Die sind auf jeden Fall da. Da kann. Also, safe. Der Haken ist drin, Bruder. Also, wir fahren. Ich mache eine Multiplayer-Lobby auf, Leute. Ihr könnt reinkommen, okay? Ihr könnt reinkommen. Passwort. Wo ist die Maus? Hello YouTube. Maxi Geilo. So. Also, Name des Spiels. Passwort habe ich drin. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, mitspielen. Wir spielen eine Karriere-Session, Leute. Okay? Eine Karriere-Session. Bis Volcano. Feuerlevels, alles mitnehmen. Wir gehen eine Karriere-Session. Wir gucken, wie es heute läuft. Wenn wir schnell durchkommen, können wir nochmal machen. Das Passwort für diese Lobby. Die Lobby heißt YouTube Denome. Ja, guckt rein, guckt rein. Guckt einfach rein. Passwort ist 1231. 1231. Let's go, Leute. 8 Personen. 1231. Plamo ist mit drin. Elbenzeit ist auch mit am Start. Sehr, sehr gut. 4 sind dabei. 8 können. 8 können. Haut rein, Leute. 1231 ist das Passwort. 1231. Ihr könnt gerne mitkommen. Komm gleich. Spielst du mal Scribbly-O? Wollen wir das später nochmal zocken oder was, Leute? Hättet ihr später nochmal Bock? Das könnten wir nochmal machen, wenn ihr da Lust drauf habt. Scribbly-O wäre ich dabei. Das könnten wir später nochmal machen. Also, Leute, zieht durch. 2 fehlen noch. Tri-Pack ist auch mit drin, Digga. Die ganze Mod-Truppe, Junge. Was geht denn hier ab? Ja, GG. Da spielen die Mods einfach mit. Aha. Was Code? 1231. Let's go, Leute. Macht mal die Hacken hinterher. 2 können noch rein. 2 können noch rein. Wenn einer mehr Punkte farmt als ich, Leute. Wenn einer mehr Punkte farmt als ich, ja, was machen wir dann? Dann müssen wir irgendwas machen. Dann müssen wir irgendwas machen, Leute. Seid ihr ready? Einer fehlt noch. Macht euch auf. Macht euch auf. Sie müssen gegen den Ägyptischen fahren. Der Ägyptische. Let's go. Einer noch, Leute. Einer noch. Wir machen bis 8:45, dann fangen wir an. Also, einer noch beitreten. YouTube Denome ist der Name. 1231 das Passwort. Sucht in der Multiplayer-Lobby. Der ägyptische Gott ist hier. Macht ihr eigentlich mal 500... Sag mal, Leute, warum... Wir sind 510 Zuschauer. Wir haben nicht mal 500 Likes. Hä?
Ich hasse das, Mann. Wenn wir mehr Zuschauer als Likes haben, das triggert mich. Der Rest ist mir egal. Hey, schon wieder. Danke, Leute, ihr seid die Besten. Okay, also, ich zähle jetzt runter von 10. Langsam, ihr könnt durchziehen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es geht los. Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, 4 Leben. Wir schauen mal, was abgeht. Digga, wie habt ihr richtig übertrieben, Alter. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. Geil. Ey, vielleicht schaffen wir heute wieder 1000 nach einer Stunde. Das wäre richtig krass. So, wir gucken mal rein, ne? 7 Fahrer. 7 Fahrer. Es geht los, Leute. Ich will auf jeden Fall gucken, wer macht hier mehr Punkte. Und wir haben hier einen, der ist auch schon sehr, sehr geil dabei. Sieht aus wie High Voltage. Aber Bro, ich sag's ehrlich, Digga. Ich sag's ehrlich. Da muss jetzt mehr gehen, ne? Boah, mal schauen. Einer hat auf jeden Fall schon kassiert. Jakob Schwendt, Leute, hat schon ordentlich kassiert. Oh, wir gehen weiter. Ja, und... Digga, er will hier den dicken Trick nehmen. Schade, ich habe hier leider den Double Take reingehauen. Ich wollte einen Tick zu viel, aber wir wollten natürlich auch in der ersten Runde ordentlich vorlegen. Sehr, sehr ärgerlich. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie so mäßig nochmal einen fetten Boost bekommen. Ne? Ja, hier habe ich den hingekriegt, den Trick, den ich gerade vorhatte. Sehr schade, dass das nicht geklappt hat. Jetzt müssen wir natürlich gucken, hier vorne können wir noch einen nehmen, sehe ich mich. Ja, muss gehen, ne? Schade eigentlich. Schade, dass wir da drauf gegangen sind. Aber Leute, ihr wisst ja, ich komme über Slate Game. Easy going. Bestes Lied. Bestes Lied. Wir gehen rein. Wüste wäre jetzt nice. Wüste wäre jetzt richtig nice. Lol, alle aufs Maul geflogen oder was? Nö. Wild. Medicamp. Ich lasse es offen, falls Leute sterben. Ich lasse es offen. Denn, Leute, ich kann mich mit weniger Leben viel besser konzentrieren. Wir gehen jetzt rein, Leute, und ich guck mal, dass wir heftige Stunts reinkicken, ne? Wir werden versuchen, heute wieder Volcano durchzubuttern mit den Jungs, die hier gerade dabei sind. Und ja, Plamo scheint gekickt worden zu sein. Einen haben wir auf jeden Fall noch raus. Wir sind also nur noch 6. Ärgerlich, Digga. So ist es halt. Let's go, Leute. Aber der High-Voltage-Spieler hier, Leute, der ist irgendwie, ist der mir zu fischig unterwegs. Also der Hang, der müsste eigentlich viel wilder reinkicken. Guck mal, der macht da ja auch gar nicht so, vielleicht ist das ein junges Talent, Leute. Wir lassen Beschleunigung los, weil scheiß auf das Leben. Sehr stark. Runter, King of the Castle, Leute. Und... sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir aber nochmal einen fetten Trick nehmen. Ah, sauber, Leute. Sauber. Und Dankeschön für 1 Euro. Zip Burm. Vielen, vielen Dank. Let's go. Sabine, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Hab noch nie Lux gehabt. Ich und mein Bruder müssen eine... was? Leute, Lux kriegt ihr halt auch nur, wenn ihr relativ viele Punkte gefarmt habt, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Lux bekommt, ist höher, wenn ihr sehr viele Punkte am Stück habt. Und wer ist das hier? Ist das Elpenzeit? Ist das unser Mod, Leute? Elpenzeit, Bruder, was geht denn bei dir? Du hängst ja richtig durch, Junge. Anja Jakob, schön, dass du da warst. 600 Zuschauer. Ich sag einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, Leute. Und tut mir einen Gefallen. Einmal ganz kurz, ich möchte heute mit euch zusammen... möchte ich eine kleine Mission starten. Ihr sollt mir unbedingt helfen bei etwas, wo ich heute sehr, sehr viel Wert drauf lege, okay? Ihr wisst, ne? Ich mache wenig Werbung für andere. Sehr wenig, aber viel für mich. Tut mir einen Gefallen. Mods hauen Instagram rein. Leute, ich bin fast bei 5000 Abonnenten bei Instagram. Tut mir den Gefallen, wenn ihr heute ein Herz habt und wenn ihr mitmachen wollt, dann
Lasst ein Abo auf Insta da. Mods hauen euch den Link rein. Es wäre super, super, super clean, wenn wir das heute irgendwie durchkicken. Und wir machen weiter. Helmkamera ist erstmal nicht so mein Ding, sag ich mal ganz ehrlich. Joa, das sieht ganz gut aus. So, ich würde sagen, ja, Helm, Leute, Helmkamera, ne? Let's go. Safe mache ich. Maya, Kuss. Wenn ihr kein Insta habt, nicht schlimm. Und wenn ihr schon folgt, Ehren, Leute. Ich weiß, viele machen es, ne? Aber wir sind 104.000 Abonnenten auf dem Kanal. Und, ja. 5.000 auf Insta. So ein Ding. Oh, wir sind in der Helmkamera. Und, Leute, wir gehen das Ding hier ganz entspannt an. Ich bin ja absoluter Mega-Profi. Seht ihr das? Das läuft doch. Oh, da war das. Holy Macaroni. Jetzt müssen wir echt ein bisschen gucken, dass wir hier nicht aufs Maul fliegen. Jakob Schwenz zieht hier auch komplett durch. So, wir sind jetzt erstmal da, ne? Boah, Leute. Wir sollen das Ziel. Wer denn da jetzt die Mitgliedschaft abgeschlossen? Aua. Nathalie Donat, vielen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Dankeschön für Gönjamin. Leute, Liebe raus. Für Nathalie, die jetzt in der Familie ist, es wurde Zeit, sagt sie, es wurde Zeit. Sie hat es angekündigt und wahrgemacht. Vielen, vielen Dank. Oh, Baby, zieh, Digga. Okay, Leute, wir müssen irgendwie auf Leben gehen mäßig. Ist auch okay, was wir hier machen, aber wir ziehen durch. So, gönn. Ah, 9 Sekunden haben wir noch. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, ne? Ich bin ehrlich. 3. Boah, das war übelst knapp. Ich weiß nicht, ob ich den Leben bekommen habe. Wir gucken rein. Ich glaube nicht. Weil das Spiel hundertprozentig nicht gönnt. Elvinzeit hat mehr Reputation als ich. Nee. Ich wollte schon sagen, Leute. Also macht mir mal jetzt hier keinen. Macht mal jetzt hier keine, ne? Was soll denn das? Spielst du Zelda? Zelda The Wind Waker wollte ich mal zocken, aber naja. Leute, alle Strecken haben eine höhere Steigung. Ja, finde ich gut. Sponsorenstrecke, sehe ich mich. Wir machen Boreal High Speed Downhill Action. Boreal, Leute. Let's go. Wir gehen rein. Endlich in der Familie. Nathalie, lass ein paar geile Emotes da. Zelda Breath of Wild habe ich noch nie gespielt. Ich sag's ehrlich. Was ist mein Lieblingsspiel? Das hier. Aktuell Descender. Descenders. Soll ich wieder Mitglied werden? Ich denke, ja. Lost Play Phil, Digga. Das ist deine Entscheidung, mein Bester. Und geil, Alter, dieses Level. Ich lieb's jetzt schon. Leute, das ist genau mein Level. Passt mal auf. Wir machen wieder geile Stunts. Oh, Digga. Das wird so schocken, Mann. Da vorne sehe ich schon den ersten Berg. Vielen Dank, Lost Play Phil hat jetzt die Bronzekrone, Digga. Dankeschön. Einfach clean, ne? Ja, wir lassen uns ein bisschen Zeit, Leute. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Nehmen hier nochmal einen schönen Jump mit und gehen rein. Holen uns das Leben hier auch gleich. Und ihr seht, also, wir sind nur noch zu viert. Es ist noch jemand rausgeflogen, Leute. Also eben waren wir noch 7, jetzt sind wir nur noch 4. Gucken wir mal, wie lange es geht. Entschuldigung wegen dem Wort. Leute, benehmt euch, ne? Stream leckt ein bisschen. Feuerlevel gehen wir rein. Feuerlevel, jetzt wird's los. Jetzt wird's richtig wild. Und lasst Liebe da für Lost Play Phil, ne? Was geht denn hier ab? Digga. Geil, oder? Wie viele Zuschauer sind wir gerade? Wie viele Zuschauer sind wir gerade? Reagierst du mal wieder auf Brox Plays GTA 5 TikTok-Episoden? Ja. Danke, dass du mich dran erinnerst. Das werde ich nachher noch machen. Und ich wollte gerne was davon hochladen. So, let's go, Leute. Rein. Hang, Tripack und Elpenside sind noch drin im Käse. Und wir gehen hoch. So. Boah, Leute. Wild. Dass ich den nicht überlebt habe, ne? Das kannst du nur mit Federung überleben, sowas. Nur mit Federung. Wir müssen echt die Tricks ein bisschen reduzieren. Die Jungs müssen mal gut Reputationspunkte farmen. Komm, Baby, gönn. Jawohl. Vielen, vielen Dank, Manuel, für 2 Euro. Dankeschön. Final Kollision. Oh, Digga, nochmal mit dem Wheelie rein. Nochmal mit dem Wheelie rein. Okay. Wir müssen auf Krampf, Digga. Irgendwie. Lol. Okay.
auf Krampf müssen wir halt irgendwie gucken, dass das jetzt hier läuft. Da ist die erste beinahe Kollision anscheinend nicht. Ja, was ist das denn für ein Scam? Leute, was ist denn das für ein Scam, Alter? Ja, GG. Mensch, was machst du denn hier? Rudi, immer Reputationspunkte mitnehmen, damit wir mal ein paar Power-Ups kriegen, Bro. Als ob. Oh, das tut so weh, ey. Das tut so weh. Oh Mann, noch ein Leben verloren. Das tut so weh, Leute. Oh Gott, ist das eklig. Nein, was mache ich da? Ach, wir fahren durch die Scheiße hier. Meine Fresse. Map schockt wieder nicht, Leute. Ich bin im Trickser-Modus. Wir müssen echt sanft fahren, weil da geht richtig gut rein. Wir werden gleich auf jeden Fall noch eine neue Runde starten, wenn wir hier tatsächlich rausdroppen. Weil ich werde definitiv nicht warten, bis wir Medicamp kriegen. Ich werde direkt durchziehen. Und ich will eigentlich gerne sanft gehen, ne? Du hast dir mehr Abos verdient. Goldener Ritter, alles mit seiner Zeit. Wie kannst du den Controller rechts einblenden? Bruder. Kann das einfach. Ihr müsst ja sehen, was ich hier mache. Hi, bin neu. Leolen 112. Kuss. Leute, ich verkack schon. Ich bin noch nicht krass, Alter. Ich sack richtig rein, Mann. Guck dir das an. Weißt du, wie ich mein? Ich sack übel rein. Wir kriegen halt auch einfach nichts. Weltenerkunder. Da unten ist nochmal die Baustelle. Da gehen wir definitiv hin. Wir holen jetzt erstmal Medicamp, Leute. Hast du einen Sponsor? Also auf YouTube nicht. Nee. Also mit YouTube gar nichts. Noch nicht. Denn nur am 6.3. Döner auf deinen Nacken Upgrade. Ich freue mich, Leute. Alter, danke für das Upgrade, Lost Phil. Vielen, vielen Dank. Ich habe es gar nicht gesehen. Dankeschön, Bruder. Heftig. Lost Phil, der ist für dich. Guck ihn dir genau an. Weißt du, wie ich mein? Digga, kurz Double gemacht für dich. So ein Ding. Wenn du abschließt, ja, muss ich mich auch ein bisschen bedanken, Brudi. Der war jetzt gerade für dich. Und wir machen nochmal einen. Hier können wir ganz entspannt nochmal ein 360 mitnehmen. Lockeres Ding. Hier. Kurz Fahrrad gedreht, Digga. Und let's go, Alter. Hoch. 1200 Punkte. Da hinten sehe ich mich. Guck mal, wie ich reindrop. Easy going, ne? Easy going, Digga. Den nehmen wir so clean mit. Und unten ist das Gefahrenzeichen einfach die ganze Zeit da. Was soll denn die Scheiße? Autsch. Hang hat sich hier richtig gegönnt. Oha! Da kommt noch eine Dono rein, Leute. Ihr macht viel zu viel. Ich wollte auf entspanntes Leben mitnehmen. ML Gamer, Dankeschön für Gönjamin, Bruder. Wild. Oh, wir fahren nochmal rein, ne? Ich habe letzter Versuch. Ich würde gerne nochmal mit euch ein bisschen in die Wüste rein. Kann sein, dass wir gleich nochmal eine neue Runde starten. Weil ich bin einfach zu hart in Tricks-Mode, ne? Guck mal, den will ich mir gönnen. Digga. Eigentlich. Aber Federung kommt halt nie. Ich denke mal, gehen wir raus. Ja, es ist Medicamp, Leute. Wir bleiben drin. LOL. Mitgliedschaft wird ernst genommen. Ey, ganz im Ernst. Ich habe erstmal gerade hier eine Dono gesehen und meine Donos sind schon alle verrutscht irgendwie. Komischerweise. Ich muss mir das hier einmal ganz kurz reinziehen, Leute. Es tut mir sehr, sehr leid. Wir sind auch gleich wieder direkt am Leben wegen Medicamp. Können wir also noch drin bleiben. Aber ich will eigentlich gerne in die Wüste, ne? Ich will eigentlich gerne in die Wüste, Leute. 631 Zuschauer, ich sag, ein wunderschön. Und so wie es aussieht, ist Tippy Stream abgekackt. Ja, schmeckt. Hang, Alter, gib mal alles jetzt. Lass mal sehen, was du kannst. Okay, das ist nicht schlecht, aber er hat hier reingeschissen. Ah, weiß ich nicht, er will natürlich probieren, ne? Und weg. Puh, okay, nicht schlecht. Bitte kannst du mich vorlesen, bitte. Roman Hofer, bitte kannst du mich vorlesen? Ja, mach ich, Robert. Ich lese sie vor, Bruder. 700 Likes, ja. Schmeckt auf jeden Fall. Wir sind heute leider ein bisschen zu spät dran. Tut mir sehr leid, Chat. Ich weiß, normalerweise, wir machen es ein bisschen schneller, ne? Aber heute, jo, Denno, mehr Likes als Zuschauer. Ich weiß, nervt auch, wenn es nicht so ist. Wenn hier mehr Zuschauer drin sind und das Verhältnis nicht ausgeglichen ist, Digga, dann bockt's ja gar nicht. Kostet das Game was? Ihr könnt es kostenlos im Xbox Game Pass spielen für PC. Ansonsten für Steam, und das würde ich euch nur empfehlen, dass ihr über Steam geht, weil da einfach viel mehr Mods sind. Über Steam 20 Euro, ne? Ich kann es auch gerne mal verlosen, Leute. Kommt drauf an, wie doll die Senders jetzt noch von euch gefeiert werden, ne? Und
Ich mache es immer abhängig davon, wie viele Donuts ich in dem Stream bekomme. So. Gefahrenzone, Digga. Gefahrenzone. Safe. Rein. Wir gehen rein. Danach können wir Endgegnersprung machen. Ich will Reputationspunkte. Wir kriegen halt nie was, weil die Jungs einfach keine Tricks machen. Die Jungs hacken und wir kriegen deswegen, das nervt halt ein bisschen, ne? Das nervt halt ein bisschen, wenn man mit so vielen Leuten spielt, weil wir müssen dann so viele Reputationspunkte für so viele Leute einfach machen. Guck, gönn. Den hier will ich machen, den doppelten. Weißt du, wie ich mein? Ich will hier richtig durchkicken, Digga. Über Steine rüber. Na, schade. So, nochmal. Wir gehen gleich Wüste, Leute, und dann zeige ich euch mal meine ganze Bandbreite an Skills. Tripack hat auf jeden Fall auch schon Bock. Boah, Bruder, da sehe ich so eine fette Piste. Da sehe ich so eine fette Piste. Schade. Wir gehen raus, Leute, wir gehen raus. Ich will hier nicht mehr rein. Ich wollte eigentlich einen geilen Run machen mit richtig vielen Leuten. Aber wir gehen raus und machen nochmal Karriere Plus. Wir gehen aber dieses Mal alleine rein, weil ich dadurch die Power-Ups auch bekomme, die ich brauche. Okay? Wir gehen jetzt für einen weiteren Run, aber dieses Mal auch durch bis Ridges. Fangen hier in der Wüste an, auf ganz entspannt durchzukicken. Und ja, ist halt ein bisschen blöd, ne? Ist halt ein bisschen blöd, wenn man so viel farmen muss. Ich will natürlich auch irgendwie so ein paar Tricks machen. Geht halt schlecht mit denen. Geht halt schlecht, weil die, ja, mit Tricks, Digga, sehr reserviert sind, sagen wir mal so, ne? Ihr seht's. Ich habe auf sowas hier Bock. Auf sowas habe ich richtig Bock, Leute. Seid ihr ready, Mann? Jetzt wird's wild. Perfekt, Schwelle von schweren Stürzen haben wir auf jeden Fall schon mal rein. Let's go, Digga. Gib ihn. Gibt's das Spiel auch auf PS4? Ich denke ja. So, wir machen uns bereit. Schade. Komm, Digga, gönn. Einmal hochspringen. Ah, was? Wie konnte ich den nicht bekommen? Oh, Leute, da sind wir tot. Definitiv. Schade eigentlich. Aber die Map schockt jetzt schon nicht, Alter. Ah, es ist zu wenig los, Leute. Ich brauch mehr Herausforderungen, bessere Berge hier. Nicht so was Flaches. Ah, da war der Baum im Weg, ey. Verdammt nochmal, Leute. Verdammt nochmal. Oh, wie schnell bin ich bitte? Ah, leider nicht überlebt. So, dann gehen wir jetzt mal auf den Legit Call. Ich mache jetzt mal schöne Musik an. Leute, wir hasten jetzt nochmal auf Riches durch. Eine schöne Story zocken wir jetzt nochmal. Ne? Ich denke, die wird ungefähr eine Stunde dauern. Wir gehen auf Legit. So, let's go. Also Leute, Endgegnersprünge, Feuerringe mitnehmen und wir machen wieder den absoluten Mega-Ruf. Ne? Let's go, let's go. Ich werde jetzt nicht mehr so risikohafte Tricks machen, ne? Werde ich nicht mehr. War ein Witz. Seaburn, dankeschön für 5 Euro, mein Bester. Heute schon wieder mit viel zu viel am Start hier. Wilder Junge. Ja, oder vielleicht auch nicht, Leute. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich habe doch wieder Bock. Aber ich versuche mich ein bisschen im Zaum zu halten, dass es nicht zu intens wird.
sagte ich, und ziehe hier schon wieder intens was durch. Rein. Rein. Gib ihn. Bunny Hop. Noch stärker. Let's go. Dürfen Kinder in einem Stream sein? Ja, natürlich, Leute. Wo ist das Spendengold? Ist weg. Ist erledigt. Dank euch. Oh, Leute, da sehe ich was. Wisst ihr Bescheid oder was? Wisst ihr Bescheid? Hat jemand noch Fragen so wegen krassen, zu kranken Stunts in diesem Stream? Gönn jetzt hoch, Digga! Gönn! Nein! Da war der Berg im Weg, ey! Ich war so gut dran! Let's go! Ich will Punkte, Mann! Und Power-Ups! Leute, die kriegt man sonst nicht! Nein, auch schon wieder! Ah, oh, lohnt sich das Spiel? Ja, es ist zu geil. Ich habe gestern 6 Stunden gezockt. Nur mal so, Chat, nur mal so. 6 Stunden Descenders. Nur mal so. Einfach, weil ich Bock hatte. Ich hatte einfach Bock. Und wenn du so eine Stunts rausknatterst, ne? Digga, ich schwör dir. Das macht einfach so Bock. Das macht so Bock. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Digga, guck's dir einfach an. Wenn der Typ so also auf dem Fahrrad hängt, Mann, und du machst es, und du bist es, der das macht, Digga, du weißt nicht, wie satisfying das ist. Du weißt echt nicht, wie... Mann, meine Maus, Alter! Junge! Ich tilte gleich. Guckt euch die Scheiße an, wenn ich meinen Controller bewege. Digga, warum ist das so? Kann mir das jemand erklären? Was ist das für eine Pisse hier, ey? Richtig ab. Ich drehe richtig ab. Ich mein's ehrlich. Kurz chillen. Was ist das? Ich verstehe nicht, warum die Maus sich hier so ständig bewegt. Ne? Ah, jetzt ist erstmal nichts. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich check. Maus abschließen. Schwierig. Ist irgendwie so über funkmäßig dran gestöpselt. Kommt mit, Leute. Kommt mit. Wir machen nochmal eine Multiplayer-Lobby auf, ne? Ihr könnt nochmal gerne reinkommen. Ich mache ohne Passwort. Let's go. Kommt rein, wir machen direkt Go. Wir machen direkt Go. Warte mal, ich hatte eine geilere Idee, Leute. Wir machen eine Casual-Session. Da können wir nicht sterben. Können wir nicht sterben, oder? Da können wir nicht sterben, oder? Nee. Superheld, zieh durch. Ihr könnt reinkommen, Leute. Ist kein Passwort drin. Einfach durchziehen. Manu, ich habe keinen Descenders. Oh, schade. Benutzt deinen alten PC, wenn du einen neuen hast als Streaming-PC. Kann sein, King. Kann sein. Michelle, hallo. Schön, dass du da bist. Spiel mal Mario Kart, hätte ich schon Bock auf jeden Fall. Gummibusch, mein Süßer. Endlich bist du mal drin, Junge. Digga, du hast doch nicht einmal im Stream geschrieben, du Arsch. Was soll denn das? Kannst du mal auf Horrorvideos reagieren? Alim, habe ich schon mal gemacht auf meinem Zweitkanal Denomim. Kurze Info, ne? Leute, ich habe ja einen Reaktionskanal, Denomim. Falls ihr mal so Reaktionen oder sowas sehen wollt, ne? Checkt es da gerne mal aus. Und nochmal was anderes. Ich habe es oben ja auch schon angepinnt, Leute. Ich mache heute ein bisschen Promo für meinen Instagram-Account. Meine Telefonnummer, seht ihr, ist da oben eingeblendet. Schaut gerne auf Insta mal vorbei, lasst ein Follow da, Alter, gönnt euch die Telefonnummer. Und wenn ich dann meistens immer so, wenn ich Zeit habe, das ist immer so in Intervallen, schreibe ich dann halt auch bei WhatsApp entspannt zurück. So, Leute, kommt rein jetzt. Mach Gas jetzt. Nachricht auf Insta für dich. Lukas Lux, ich weiß Bescheid. Gummibusch. Sehr schön, sehr schön. Ich habe es nicht gesehen, Gummi. Du schreibst eigentlich... öfter, ne? Du schreibst eigentlich öfter, mein Bester. Wir gehen rein, Leute. Let's go. Let's go. Keiner geschrieben, er joint nach oder so. Jetzt, Flamo ist schon drin. Wir gehen rein.
Hier, Leute, ist es so, wir haben unendlich Leben. Wir können Stunts machen, wie wir wollen. Aber wer als erstes durchfährt, ne? Ganz im Ernst, 30 Sekunden haben wir dann Zeit. Ne? 30 Sekunden. Wir können direkt rein. Wir verlieren keine Leben hier. Wir trainieren einfach quasi. Das ist halt ganz geil, Leute, weil man kann hier im Prinzip machen, was man will. Und wir sind übel schnell. Das ist halt mega gut, ne? Wir sind übel schnell durch die Stunts. Digga, wer zieht denn da jetzt schon wieder so hart durch einfach nur? Wer zieht denn da jetzt schon wieder einfach nur so hart durch? Superheld, finished. Let's go. Darf kein Descenders mehr spielen, wie... Ich bin der Typ, der dich auf Insta gespammt hat, kannst du mir verzeihen. Ich habe dich halt zum ersten Mal live gesehen, Alim. Also ich sag ehrlich, Digga, Spam ist halt schon wild. Ist schon wild. Wenn ich jemanden wirklich rausnehme wegen Spam, Digga, dann hat das auch schon seinen Grund. Ich sag ehrlich. Und Simon, Digga, hier richtig gut reingehasselt. Aber wahrscheinlich auch nicht einer aus dem Stream. Also vermute ich sehr stark, ne? Vermute ich sehr stark. Du kannst mich Konstantin nennen, Denno. Ja, Digga, ich vergesse das wahrscheinlich so oder so, mein Bester. Das ist es halt, ne? Wie kann solche Strahlen hinten haben? Das Real Night, das sind Lux-Leuchten. Die musst du erst freischalten, Digga. Krishan, Kuss. Wir gehen rein, Leute. Der Wikingerhelm rechts ist am Start. Ach, wir haben die Power-Ups nicht, ne? Hier gibt's ja auch keine, Digga. Ich hab's vergessen. Das meine ich, Leute. Sowas hätten wir halt locker überlebt mit einer Federung, ne? Wenn wir alles haben, dann macht Tricksen halt auch Bock. Bock doch nicht. Ich hoffe mal, dass die nicht zu hart durchziehen. The Real Bambo Kid. Junge, was ist das denn für ein Name? Yeah. 21 Sekunden, Leute. Wir kommen rein. Ja, das schaffen wir noch. Ah, leider raus. Ne? Okay, müssen ins nächste Ziel fahren. Ist ein bisschen lame, Digga. Ist ein bisschen lame, dass wir keine Power-Ups kriegen. Ah, dann bringt das Tricksen ja auch nichts, ne? Egal. Nenn mich Brot, wenn du willst. Digga, ihr mit euren Jokes, ne? Ihr seid einfach auch wieder zu wild unterwegs. Aber schon krass, wie viele Leute wieder bei Descenders einschalten, ne? Wie viele da einfach einschalten, Mann. Ist Descenders gratis? Nein. Kannst mich Phil nennen. Digga, das hätte ich jetzt nicht gedacht, Bruder. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich trinke mal einen Schluck, Leute. Ich trinke mal einen Schluck. Was ist da los? Ach, Superheld fährt nicht. Ist mein Spiel abgestürzt? Was geht denn da ab? Tatsächlich. Du hast das falsche Bike. Bruder, welches Bike denn sonst? Wir gehen wieder rein. Spiel ist abgestürzt, Digga. Wie kann man mitspielen? Ja, das musst du dann... Leute, dann geht auf den Discord und sprecht mit den Mods, ne? Auf den Discord dann in Support rein, wenn ihr das wissen wollt. Wenn ihr das wissen wollt. Können wir tägliche Herausforderungen machen? Nee, erst in 3 Stunden 47. Sehr schade. Leute, sollen wir nochmal einen fünffachen probieren? Wo kann man einen fünffachen Backflip hinkriegen? Weiß das jemand? Weiß das jemand, wo wir einen fünffachen Backflip hinbekommen? Das würde ich gerne mal wissen. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal Modbrowser nach. Das ist halt der Modbrowser, wenn du auf Steam bist, ne? Das ist halt ganz geil. Es ist halt Steam, Leute. Typisches Steam. Universal Race Mod. Bei Kushku 4. Wir gucken rein. Was ist das hier?
gucken? Ja, ja, ich schau mal. Hm. Shift City ist ganz geil, aber da schafft man safe nicht. Ultra Mega Park Version 1, da schafft man den Fünffachen. Habt ihr das schon gesehen oder irgendwie? Super Ultra Mega Park. Nee, Digga. Bei Kusmuk. Wir gucken mal. Hui. Ich subscribe mal. Dauert wahrscheinlich kurz. Müssen die erstmal runterladen, ne? Okay, Kusmuk ist offizielle Map. Wir gucken mal rein in den Bikepark. Ah, okay. Also da können wir den Fünffachen landen. Und wo? Bitte? Wie soll das denn bitte gehen? Leute, wo soll man hier denn den Fünffachen machen? Ich gucke mir gerade an. Wo soll man den machen, bitte? Da ist eine Stelle. Aha. RIP. Upsi. Hang, Plamo chillen jetzt hier gerade auch alle mit. Okay, ich sehe es gerade. Also ihr seid jetzt alle gerade ein bisschen am Hasseln. Ich guck mal rein. Ey, diese Maus, ne? Digga, chill doch heute und geh mir nicht auf die Eier, Mann. Es ist zu wild. So, wo ist die Stelle, Leute? Wo ist die Stelle? Wir müssen mal gucken. Es soll irgendwo eine Stelle geben, wo man das machen kann. Ich werde da irgendwie jetzt runterkommen, Leute. Das sage ich euch, wie es ist. Leck mich doch. Oh. Hey. Alter! Sabine! Was ist das denn? Dankeschön für 10 Euro, Leute. Liebe raus für Hab Sabine. Euch ganz doll lieb, Caro. Dankeschön. Alter Nomad und Trüpak und ich grüße den Gar. Ensen-Chat. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Leute. Ey, ganz im Ernst. Einfach cool. Das ist süß, oder, Leute? Das ist doch süß. So, warte mal. Warte mal. Wo ist denn jetzt... Wir müssen erst mal gucken. Also, hier kommen wir irgendwie so mäßig runter. Ich schau mal. Was ist das jetzt hier? Digga, wo bin ich? Wo ist denn die Stelle, Leute? Stehe am Anfang, folg mir. Bruh. Junge, die Frage ist, wo soll es denn da jetzt hingehen, ne? Ich jump ja hier runter. Okay. Wir gucken, Leute. Also, ich will mir die Höhenverhältnisse hier reinziehen. Nur irgendwie, okay. Er steht am Anfang. Ich komme da wahrscheinlich nicht mehr hin. Ja, ist wahrscheinlich nicht mehr. Ja, verdammt nochmal, wir müssen nochmal die Strecke neu anfangen. Ne? Wir müssen nochmal auf die Strecke rauf. Also man soll hier einen fünffachen Salto schaffen. Da bin ich gespannt. Plamo ist ganz oben, ist ganz oben. Ist ganz oben, sagst du. Okay. Bei der ersten Kurve rechts. Hm, ich bin jetzt erstmal hier. Ich will jetzt erstmal kurz gucken, dass ich mir das mal reinziehen kann hier. Der Stream laggt. Wenn der Stream laggt, Digga, stellt die Qualität runter, Rebecca. Also, Leute, let's go. Plamo chillt. Let's go, Digga. Wir fahren. Wir fahren ihm hinterher. So. Ich denke mal, wir müssen jetzt erstmal ein gutes Stückchen hier hinfahren. Wir fahren jetzt auch erstmal ein bisschen. Simon ist auch schon am Start, ne? Ich bin gespannt, wo ihr den Fünffachen probieren wollt. Leute, irgendwo soll man hier den Fünffachen machen können. Den Fünffachen Salto. Und ich würde sagen, die Musik passt, oder? Ist das hier? Ach du Scheiße, okay. Da sollte es gehen. Was sehe ich da reinfliegen? Baby. Sabine, vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Zum Anlass packe ich es natürlich gleich mal ins Bild rein. Auf Ehre, ist klar. Lass abonniert alle Denno auf Insta-Kuss zu werfen. Das vielen, vielen Dank. Sabine supportet heute mit, Leute. Liebe raus. Dankeschön für 10 Euro, Sabine. Leute, macht mal 5.000 voll. Ich sag ehrlich,
Mach voll da den Aal. Ich würde mich freuen. So, und das hier ist die Gang, Digga. Feier ich. Wir gucken uns den ganzen Aal mal an. Was ist denn das hier? Musik rein und gucken wir. Aha. Aha. Leute, rein da, ne? Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Man kann ihn schaffen, Leute. Wir werden für den 5-fachen Backflip gehen. Ägyptischer, ich brauch dich. Und das wird ein richtig wildes Ding. Let's go, Leute. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Quint Backflip. Wir haben ihn, Leute. Da ist er doch. Uff. Ey, wie knapp war der denn bitte gerade? Der Quint Backflip. Let's go. Mach blind. Mach blind. Ja, nee, ist klar. Digga, ich hab nie... Ich kenn den Sprung nicht. Digga, zu wild. Ich bin in eine andere Dimension rein. Game ist abgestürzt, oder? Ey, du hast keine Kontrolle über den Sprung, ne? Du hast keine Kontrolle über den Sprung. Ich sag's ehrlich. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Hier. 2, 3. Oh, es ist so heftig schwer. Leute, komm. Komm. 1, 2, 3, 4. Wow. Habt ihr den Stunt gesehen? Guck unten. Zu wild. Das denn hier? Vielen, vielen Dank für 10 Euro Ziehbomben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Leute, einmal will ich noch, das werden wir auf jeden Fall nochmal im Video machen. Ich werde nochmal im Video raushasseln. Digga, einmal will ich ihn noch sehen. Einmal will ich ihn noch sehen. 1, 2, 3. Oh, Digga, stell's dir vor. Oh. Let's go. Gönn. Und 1, 2, 3, 4, 5. Da ist er. Ja, ich bin sicher. Ich bin ganz sicher mit dem Ding. Und ich werde mir die Punkte definitiv für diesen Sprung absolut schmecken lassen. So ein Ding wird das. Also, 5-facher Backflip. Uff, mach in First Person. Digga, flex nix. Seid ihr ready oder was? Let's go. 1, 2, 3, 4. Oh, ich war fast dran. Let's go, Digga. Ready. Let's go. Rein da. 1, 2, 3, 4. Oh, wir dürfen nicht verziehen, Leute. Es wird übel schwer. Es wird übel schwer. Kopf über. Das Ding ist wild, ne? Komm, Digga, gönn. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, voll, Leute. Easy going. Guck mal. Kein Problem, Digga. Kein Problem für mich. Ich bin mit dem Fahrrad aufgewachsen. So ein Ding ist das. Jetzt könnten wir ihn natürlich nochmal blind machen, ne? Nee, das schaffen wir nicht, Digga. Da muss ich noch ein bisschen üben für, Leute. Da muss ich noch, also ich schwör's euch, da muss ich noch ein bisschen für üben, ne? Wild. Der Park gefällt mir jetzt schon, Alter. Der Park gefällt mir jetzt schon. Wie heißt die Map? Wie heißt denn die Map, Leute? Müssen wir gleich mal kurz gucken. Gucken wir. Kuschmuck 4X Park. Da geht's. Das wird wild, ne? Oh, Baby. Wo kommt das
denn hier? Sabine! So, Denno, dafür habe ich und Caro einen Wunsch frei bei dir. Kussabdruck. Sabine, Kuss geht raus. Du hast auch so einen Wunsch frei, okay? Dafür brauchst du nichts zu naten. Kommt drauf an, um was geht's, ne? Um was geht's? Wollen wir es nachher alleine besprechen oder um was geht's? Oh, Leute, da kommt schon die Forderung. Seht ihr? Seele ist schon verkauft an Sabine. Scheiße, Mann. Scheiße, Sabine, Dankeschön. Leute, Liebe raus für die gute Sabine. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Dankeschön. Wie macht man einen Tail Whip bei Descenders? Was meinst du, Digga? Was ist ein Tail Whip? Das war ein Siebenfacher. Safe nicht, nein. Also ein Sechsfacher, keine Ahnung, wo man den machen kann, ne? Aber ein Fünffacher, uff, den habe ich noch nicht so oft gesehen, Leute. Den habe ich noch nicht so oft gesehen, ne? Ein Fünffacher, das ist schon echt sehr doll. Aber den kannst du halt nur in diesem Park machen. Die Sache ist... Link in deinem Standardbrowser öffnen? Bist du dumm? Verpiss dich, Maus. Verpiss dich. So. Wir könnten mal Freeride. Wir gehen rein. Fettsack, Digga. Theatronic. Bester Mann, Junge. Ich hoffe, du wirst richtig reinzacken. Oh, Baby. Alter. Zip Burden, Digga. Dein Ernst? Ich gönn dir. Mashallah. Danke für 20 Euro, mein Süßer. Vielen, vielen Dank. Wer bist du, Junge? Heute in meinem Stream dabei. Uff. Ey, Leute, Liebe raus für die beiden hier, ne? Sabine und Zip. Komplett krank. Komplett krank, die beiden. Komplett krank. Was geht denn bei denen ab? Masala. Nathalie. Masala. Mashallah Chicken. Ey, Leute. Wir sind jetzt gut eine Stunde 15 im Stream, ne? Wir sind jetzt gut eine Stunde 15 im Stream. Das hier ist Volcano, falls ihr die Map noch nicht kennt, kriegt man nur, wenn man sie freigeschaltet hat. Eigentlich müssten wir heute nochmal theoretisch Riches zocken, weil ich muss Riches noch freispielen. Ich krieg Riches nur, wenn ich es geschafft habe. So, wir fangen jetzt in der Wüste an. Mach mal, solange du kannst, ein Wheelie. Ah, Wheelie ist halt nicht so nice, ne? Leute, 1000 Daumen kriegen wir heute noch hin in dem Stream. Wir fahren jetzt erstmal entspannt rein. Und wir werden jetzt tatsächlich ein bisschen reinhasseln. Damit wir heute vielleicht nochmal Riches kommen, ne? Ohne Beschleunigung, ja, das ist halt RIP. Ich will erstmal auf jeden Fall ein paar Punkte für gute Power-Ups. Die werde ich jetzt als erstes farmen. Ein Tail Whip, Leute, der ist eigentlich schon recht easy. Der ist eigentlich schon recht easy. Schade. Ordentlich Punkte farmen. Wir müssen am Anfang ordentlich Punkte farmen, Leute. Machen wir nochmal. Wir fangen nochmal neu an. Ätzend, ne? Ich brauche... Ja, die Musik, Leute, kickt heute nicht so heftig. Ich muss echt mal wieder neue Musikliste finden. Gibt's einen, der mal Bock hat, für mich irgendwie Musik rauszusuchen? Der sagt so, Digga, ich hätte schon ein bisschen Interesse. Gibt's da einen? Ich sag ehrlich, mit einem Dirt in der Wüste, was meinst du? Kennst du mich noch? Atlantic? Ich habe deinen Namen hier echt sehr, sehr selten gesehen. Ne? So, wir gucken mal. Hoch. Ich. Ah ja, es gibt also doch noch ein paar. Okay. Ihr könnt mir gerne bei Spotify meine Playlist fertig machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich sehe halt, Digga, diese Maus, ne? Die geht mir so auf den Sack. Ich sag's euch ehrlich, Digga. Die triggert mich heute. Die triggert mich. Digga, diese Maus. Ich mach sie aus. Einfach raus. Tiltet mich das. Ist die Maus jetzt weg? Ja, so wie es aussieht. Oh, Baby. Jo, sie ist weg.
Optimal, Alter. Optimal. Perfekt. Nur, dass meine Maus ein bisschen bastelt ist. 50 Euro gönnen. Alter. Zip, Digga. Tu mir einen Gefallen, okay? Tu mir einen Gefallen. Wenn du jetzt zu Hause sitzt, Mann, und du ziehst wieder von deinen Eltern die Kreditkarte oder so, ne? Mach das bitte nicht. Nachher kommt wieder Polizei, dein Vater, deine Mutter schreiben mir, sagen, nee, Mann, Geld und so, gar nicht in Ordnung, wir brauchen das wieder. Digga, mach das bitte nicht, Mann. Sowas machen nur schlechte Menschen. Es wäre echt mega RIP. Ich sag's ehrlich, Leute. Donatet nichts, wenn es nicht euer Geld ist. Ich hab das so oft hier in diesem Stream, ne? Ich hab das einfach zu oft. Ich hab das zu oft. Eigentlich wollte ich ja erstmal auf entspannt ein bisschen durchzippen. Eigentlich, ne? Aber irgendwie haut das hier nicht so ganz hin. Wir kriegen gut Pace. Oh, schmeckt. Leider keine KMH-Geschwindigkeit. 67 haben wir hingekriegt. Schade, Leute, schade. Aber damit dürfen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was freigeschaltet haben. Das ist halt nicht geil hier, ne? Muss man einfach auch dazu sagen. Das ist nicht geil. Sowas mache ich nicht. Ja, Leute, das ist halt das Problem. Zipburm, ich sag erstmal danke für den Fünfer. Das soll jetzt nicht undankbar klingen. Aber es ist für mich halt immer so ein Signal, wenn jemand auf einmal mit Geld schmeißt, so, ne? Das ist immer so ein Signal, dass ich erstmal vorsichtig bin. Ich habe auf YouTube eins gelernt, Mann, und zwar, dass hier sau viele Fake-Donos immer da sind. Ne? Das ist immer das Problem. Das ist immer das Problem. Und das ist auch das, was mich an YouTube tatsächlich nervt, Leute. Ich musste so oft das Dono-Goal anpassen. Und tatsächlich ist das Dono-Goal eigentlich auch nicht gar nicht, so nicht ganz fertig gewesen. Weil halt einfach einige Donos wieder zurückgezogen worden sind. Weil einige Leute wieder ohne Erlaubnis von ihren Eltern reindonatet haben. Mann. Das ist es einfach. Das ist es einfach. So, den dreifachen Punkteboost holen wir uns auf jeden Fall noch. Unten Leben haben wir auch gekriegt. Stärke des Bunny Hops, Wheelie Balance. Bunny Hop finde ich ein bisschen entspannter. Wir gehen rein erstmal. Chillig bleiben. Wir fahren jetzt durch. Bis zum Nebellevel. Und wir haben 9:30. Ich denke mal, wenn alles gut läuft, sind wir 10:30 ungefähr da. 55 Sekunden, bis wir auch ankommen müssen. Mal sehen, ne? Bringt auf jeden Fall viel. Das ist sehr wichtig, Leute. Gerade wenn ihr so ein Time-Run habt hier, das ist halt immer sehr, sehr wichtig. Ne? Ein paar Tricks machen und immer zwischendurch springen. Niemals laufen lassen. Wenn ihr gesprungen seid, gilt der Trick als beendet. Ja? Ja, guck mal, das schaffen wir noch locker. Also Leben hier erstmal auf Safe geholt. Ne? Oh, baby! Zip, Dankeschön. Dankeschön für 2 Euro. Was schreibt da, Leute? Das ist von mein Guthaben. Bruder, von mit F. Sag ehrlich, Digga, ist das wirklich dein Guthaben? Ich sag so, ich sehe es eher nicht so. Oh, Baby. Paar Triggies, Leute. Das war der entspannte Tailwhip. Das ist der Superman. Oh, Digga. Oh, Digga. Punkte schon. Jetzt gehen wir für All-In. War wichtig. Tja, wir haben nur 10 Minuten im Prinzip. 10 Sekunden. Nö, dann machen wir jetzt auf chillig. Halt's ob, Alter! Halt's Maul jetzt, Mann! Ach, das kann nicht sein, ey. Guck dir das an. Den pack ich, oder was? Den pack ich, oder was? Lächerlich. Verdammt.
Feuerlevel. Wie viel kostet es auf PS? Das weiß ich leider nicht. Da muss jemand anderen fragen. Zipwürm schon wieder mit 2 Euro, ne? Oh. Ich kann dir auch 500 Euro gönnen. Bruder, bitte, mach das nicht. Dein Vater wird dir alles wegnehmen, Digga. Alles. Ich freue mich so, ne? Du musst es selber wissen, aber wenn du nicht alt genug bist, bitte, Bro, mach es nicht. Mach es einfach nicht. Das tut mir nachher weh. Ich habe davon nur Kopfschmerzen, Digga. Nur Kopfschmerzen, bitte. Digga, donatet der Typ jetzt einfach nochmal rein. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist das, Digga, warum ich halt auf Twitch auch nicht mehr... warum ich mir halt auch einfach überlege, auf Twitch zu gehen. Weil ich da sowas nicht mehr habe, ne? Ich habe da sowas nicht mehr. Mit so Dono und so Kopfschmerzen und so. Dass mich wieder irgendwelche Eltern anschreiben. Das ist einfach Nervkram. Das ist Nervkram, Digga. Das tiltet mich jetzt auch gerade schon wieder enorm. So, nichtsdestotrotz müssen wir nochmal heftige Stunts auspacken. Auch den... Siehst du das? Wir fallen überall hin. Es ist nicht normal. Gönn jetzt mal einen vernünftigen Sprung einfach. Hier, Digga, da sehe ich mich. Ja, ist doch okay. Ach, und weiß, wie ich meine. Alles am Verkacken, Digga, alles. Ich überlege, ob wir Spiel wechseln. Chat. Was sollen wir machen? Ich überlege gerade. Ich habe eigentlich nicht mehr so Lust auf die Senders. Wir könnten jetzt, wenn ihr möchtet, könnten wir, also ich biete euch zwei Varianten an, weil wir haben erst 9:30 und ich würde gerne mit euch einfach weitermachen. Wir können jetzt Folgendes machen. Ich würde dafür auch extra eine Umfrage erstellen, die ihr jetzt einfach kurz abstimmen könnt. Und dann könnt ihr entscheiden, was wir gleich machen. Okay? Also, was sollen wir tun? Ich ziehe es extra für euch rein, dass ihr seht, was ich mache. Wir könnten eine Runde Rocket League gehen. Oder wir könnten jetzt Reaction Livestream machen. Auf Denomim. Könnt ihr euch eigentlich aussuchen. Ich erstelle den Link. Und ihr könnt hier... Warte mal, hier könnt ihr abstimmen, Leute. Ich poste das einmal rein. Ich poste das Ding einmal rein. Ihr könnt dann abstimmen. Ich pack noch, warte mal. Ja, schade. Ich hätte noch Sniper Elite reingepackt, aber das ist eigentlich nicht so. Das machen wir heute auch nicht. Das ist okay. Also eins von den beiden Sachen können wir gerne machen. Es liegt an euch, was wir gleich tun. Ich werde auf jeden Fall schon meinen Helm abnehmen. Ja, was ist denn das, Alter? Seht ihr das? Auf ganz wilder Basis. Auf ganz wilder Basis. Helm immer, immer übertrieben, ne? Aber es geht. Ey, guck dir mal den Abdruck an. Wurde ich gerade operiert oder was? So, Pad nehmen wir erstmal raus. Wie sieht's denn aus, Chat? Wie sieht's aus? Wie ist die Tendenz? Oh, da haben viele Bock auf Rocket League. Ausgeglichen, ne? Ist ausgeglichen, ne? Ich bin ehrlich, ich habe heute eigentlich nicht so Lust auf Rocket, aber ich mache euch eine Challenge, Leute. Eine entspannte Challenge. Passt auf. Wir gehen Rocket League rein, Digga. Wenn ihr jetzt mal 4950 da oben voll macht, dann wechseln wir auf Rocket League. Ist das für euch in Ordnung? Digga, 11 Abonnenten einfach mal. Einfach mal reinklicken, Leute. Oben ist der Link. Oben ist der Link, ja. Ich habe ihn oben angepinnt. Könnt ihr gerne reingehen. Mach mal voll da. 11 Leute. Einfach Gönjamin. Und vielleicht, also vielleicht reagieren wir später noch. Ich guck mal, wie ich drauf bin. Aber wir gehen jetzt Rakete rein. Okay, wir gehen jetzt Rocket League. So, machen hier Ende. Ich gehe jetzt Rocket League mit euch. Und ihr macht jetzt mal nochmal auf Instagram ein bisschen Gas, wenn ihr Bock habt. Rocket League auch sehr chillig, kann da auch sehr geile Tricks machen, Leute.
Und ich ändere das einmal ganz kurz im Titel ab, ne? So. Perfekt. Also, Desktop rein, let's go. Ich mach nochmal Spiel hier klar. Perfekt. Also Rocket League, Leute. Spiel nie wieder Descenders. Bist du, Digga. RST7. Sag mal, hast du einen am Dach oder was? Junge. Hier auch schon wieder die ganze Kacke. Belastend. Was ist denn das jetzt mal? Verpiss dich. Meine Fresse. Ich schwör's euch, das mit dieser Maus heute, das ist einfach zu schlimm. Es ist zu schlimm, Leute. Es ist zu schlimm. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Ich kann es euch nicht sagen. Gut. So, wir gucken erstmal den Item-Shop. Ja, seht ihr das? Digga, wegen der Maus. Wegen der Maus. Ich weiß nicht, was das ist. Ich check das nicht. Raketenspur, Digga. Oh, baby. Die ist chillig, Leute. Sollen wir die kaufen? Sip Bourbon, ne? Danke nochmal für 2 Euro, bitte. Hör auf, Alter. Yo, was sind das denn eigentlich für Krankheiten? Bist du später noch auf der Nomi-Kanal online? Digga, seht ihr das? Wie wild sind die denn bitte? Sollen wir die holen? Leute, Creator Code erstmal oben eingeben. Erstmal wieder verlängern auf entspannt. Ey, ich weiß nicht, ne? Zu wild. Viel zu wild. Zeitstempel. Zeitstempel auf jeden Fall rein, Leute. Das ist immer ganz cool. Wir hier den Zeitstempel drin haben. Sehr gut. So. Also, ich tendiere dazu, Digga, die Reifen zu gönnen. Ich finde auch die Raketenspur sehr nice, wenn ich ehrlich bin. Neue Reifen wären eigentlich schon mal wieder Pflicht. Ne? Sollen wir die kaufen? Ich gönne, Digga. Ja, nehmen wir mit. Die Pyros-Reifen, also die sind anders wild. Ich muss die kaufen. Die passen so geil. Ich würde dann gucken, Digga, dass wir es mit der Karre irgendwie so ein bisschen vereinen, Leute. Ey, wir müssen die holen. Ne? Die sind einfach richtig geil, Mann. Die sind übelst gut. Schmeckt einfach, Digga. Guck mal. Jetzt haben wir halt orangenes Auto, Digga. Richtig schöne Holo-Reifen. Na, und die hier dran, Mann. Ballert, Junge. Ich sag aber ehrlich so, von dem Farbjargon... Wir müssten das Weiße hier, ich muss mal gucken, wenn wir das Auto noch mal kurz anpassen farblich. Heatwave, Digga, müssten wir vielleicht schwarz machen. So, dann würde das ein bisschen besser passen. Was denkt ihr, schwarz oder weiß? Ich habe hier halt auch einfach diesen komischen Heiligenschein drauf. Was soll ich mit dem Piss? Mach den weg. Gar keinen. Das behalten wir jetzt clean, Digga. Schwarz, ne? Schwarz passt da halt auch einfach besser zu. Problem ist, ich gehe mal orangenes Auto. Wir müssten irgendwie diesen Rotton hier, da müssten wir halt nochmal gucken, ob wir da irgendwie so mäßig... was machen wir das, ne? Das wäre jetzt natürlich hier mit diesem Rot so. Das würde so ein bisschen den ganzen Farbstil... Das würde das jetzt, den ganzen Farbstil so ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, ne?
So sieht man das halt schlecht. So sieht man es schlecht. Aber ist auch irgendwie wiederum ziemlich chillig. Muss man mal gucken. Guck mal hier. Rotes Auto. Digga, das sieht jetzt irgendwie ziemlich clean aus, ne? Geht schon fit. Ich finde das rote Auto, Digga, das hat was. Wenn wir das jetzt halt noch irgendwie mit so Dachaufsatz pimpen könnten, Alter, das wäre schon wild. Das, also irgendwas, das muss so holomäßig, müsste das schon sein, ne? Festtag, Digga. Fliegender Teppich. Junge, was ist das denn für eine Scheiße? Was ist denn der fliegende Teppich, Alter? Seid ihr dumm? Rot ist echt wild, ne? Ich finde, das Auto sieht sehr krass aus gerade. Muss ich auch sagen. Ich habe nur leider keine geilen Dachaufsätze dafür, weil die halt alle nicht holo sind, ne? Eigentlich muss man es so clean lassen. Die Frage ist halt, also Dachaufsatz schon mal komplett ripped, das kannst du auf jeden Fall vergessen. Ich weiß nicht, ob man eine Antenne oder so noch nehmen kann in Rot. Was ist das? Sowas hier wäre ganz cool. Hätten wir das irgendwie okay? Hm. Da geht nicht viel, ne? Da geht nicht viel, Leute. Erstmal nicht. Also, ich sag mal so, Digga. Rote Karre ist lecker, ne? Ist lecker, Digga. Ist lecker. Kann man eigentlich mal kurz fahren, Digga, im Training? Ich, guck mal, ich kann nichts machen, Mann, weil diese scheiß Maus mir am Arsch hängt, ey. Verpiss dich jetzt. Es nervt, Digga. Mach die Pisse aus. Ich kann so halt nichts machen. Meine Fresse. Da, guck mal. Ich kann nichts tun. Die Maus backt, Digga. Warte mal ganz kurz. Ich hatte das letztes Mal auch. Das muss irgendwas mit dem Controller zu tun haben. Ich habe auch eine Idee, wie wir das fixen, Leute. Die Sache ist nur, wo ist das scheiß Gerät, ne? Wo ist das scheiß Gerät hier? Ich muss kurz überlegen. Es gibt hier irgendwo so einen Empfänger. Ach da. Ich komme sofort. Ich muss das erst fixen. So. Spiel mal mit Elina. Ich bin einfach lost. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Das muss ich mir tatsächlich nochmal angucken, ne? Check ich auch nicht. Ich check's einfach nicht. Also in-game geht ja alles. Boah, okay. Mit Zuckerwatte hier auch eigentlich sehr geil kombiniert. Wir können halt mal gucken, was so geht. Ja, ihr seht. Digga, ich kann nicht springen. Ich kann den Boost nicht in der Luft benutzen. Guck mal oben, wenn ich A drück. Hä? Wenn ich A drück, macht der linke Maustaste, Leute. Hä? Digga, ich drück nur A. Ich drück nur A. Kann mir einer erklären, was das für ein Bug ist? Was ist denn da los? Ich kann ja nicht mal springen. Denno schmeißt die Maus aus dem Fenster raus. Das Problem ist, ich kann ja jetzt nichts machen. Also ich muss ja wissen, woran das liegt, weil sonst... Digga, Setup ist doch schon wieder auf Wish bestellt, Mann. Setup ist doch schon wieder auf Wish bestellt, oder was? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Warte mal ganz kurz, Digga. Geh mir nicht auf die Eier, du Scheißteil, Mann. Ganz im Ernst. Junge, sieh zu, dass du dich hier neu verbindest und mach den Aal mal wieder lang, Alter. Ist das klar? Sieh zu jetzt. Also das kann's nicht sein, Leute. Das kann's echt nicht sein. Wenn's nicht geht, geht's nicht, Leute. Wenn's nicht geht, geht's nicht. Ich muss gucken, ob's jetzt funktioniert. Die Sanders hat anscheinend nicht gestört, ne? Nö. Controller ist jetzt auch nicht mehr verbunden.
Ja, Digga, eine Kabelmaus hat doch was Gutes. Ja, muss ich... Oh, jetzt, ja, nee, Leute. Was soll ich dazu sagen? Also, es ist ein Softwareproblem, schwöre ich euch. Das wird hundertprozentig so sein, Digga. Es ist aber auch immer diese Scheiße. Ich hasse... Leute, das ist das, was ich hasse im Leben, ne? Ich hasse Technik, Digga. Technik kann geil sein. Technik kann auch richtig abfacken. Guck dir die Scheiße oben an. Guck dir es oben an. Guck dir es oben an! Ich raste gleich aus. Steck doch die Maus einfach raus, Digga. Wenn ich sie ausmach, Bruder, ich mach aus. Blub. Dann bringt das nix. Das bringt nix. Ich kann Maus mal ans Kabel anschließen. Vielleicht bringt das was. Müssen wir mal gucken. Nee. Ihr müsst ja halt auch einfach mal logisch denken bei dem ganzen Bums. Gut, kein Rocket League. Ist mir scheißegal, kein Rocket League. Bevor ich jetzt... Ich kenne mich. Bevor ich gleich ausraste und richtig reintilte, Leute. Bevor ich jetzt gleich reintilte, springen wir lieber auf Denomim um. Und gehen reagieren. Ganz im Ernst. Also eigentlich, ich würde jetzt aufgehen. Sag ich so, wie es ist. Aber wir gehen rüber. Ich lasse euch nicht hängen. Mit Reactions können wir ja gerne machen. Ich habe nur keine Ahnung, warum der Controller, ne? Der, die Maus. Ich schwör's euch, wenn nachher Stream vorbei ist, ich fick die so, Mann. Das war's. Macht 1000 Likes voll, Leute. Lass uns rübergehen zu Denomim. Zu Denomim, okay? Wollen wir das machen? Es tut mir leid, Leute. Ihr habt euer Wort gehalten. Ihr habt meine 4950 Abonnenten heute, mashallah, voll gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir die 5000 diese Woche irgendwie noch packen. Tut mir sehr leid, ich wollte eigentlich Rocket League mit euch zocken, aber es geht nicht, Mann. Es nervt mich einfach. Ihr wisst, dass es mich dann nervt. Wir sehen uns gleich bei Denomim drüben. Ich logge mich einmal ganz kurz um. Gebt mir mal einen kleinen Moment. Und dann reagieren wir dort weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal sowieso noch nicht kennt, könnt ihr gerne natürlich mal vorbeischauen. Gleich nochmal irgendwie so ein paar Abos reinzünden, wer ihn noch nicht gesehen hat, auf ganz geschmeidig. Ich schicke euch den Link hier rein und dann könnt ihr direkt rüber swappen. Direkt rüber. Stream geht gleich los. Ich muss nur einmal kurz den Streamschlüssel umändern, dass ich dann auch in dem richtigen Livestream drin bin. Und eigentlich habt ihr nicht viel zu tun. Ihr könnt kurz warten. Geht sofort los, Leute. Geht sofort los. Also rein hier. Wechselt drüber. Bis gleich. Ich hoffe, ihr seid gleich da, Leute. Reaktionen. Zack. Das ist der Link. Ich hau ihn oben nochmal rein. Oh, der ist nochmal angepinnt. Ihr könnt oben extra gucken. Bis gleich, Leute. Dankeschön für 10.000 Views. Lasst gerne ein Abo auf dem Zweitkanal da. Wir gehen rüber. Bis gleich, Leute. Kuss geht raus und an alle, die schlafen gehen. Denno out.